Hallo, in diesem Video werden wir uns mit Null-Werte in SQL befassen. Wir haben ja eine simple Abfrage und die listet diese Felder auf und da sind die Daten da. Und man merkt hier, man hat viel Null. Null ist nicht Null, es ist Null heißt, da ist kein Wert. Und die erste Frage ist, wie kann ich nach den Feldern filtern, die Null sind? Zum Beispiel jetzt hier bei Iron möchte ich gern, dass ich die Nulls filter, dann ist die Abfrage so, where, das Feld wie ganz normal. Und hier schreibt man nicht ist gleich null, sondern is null. Und so erhält man dann alle Nulls. Und natürlich, wenn man alles die Nulls ausschließen will, dann ist natürlich is not null. Und dann hat man jetzt die Felder, wo ein Wert drin ist, wo und die Felder, die keinen Wert haben, die werden dann somit ausgeschlossen. Das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ist, in viele Hinsichten stört oft das Null, die Nulls, und man will die Nulls wegkriegen. Und wie kann man das machen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann es mit dem Case machen, also mit einer Wenn-Bedingung. Mit dem Case und dann, wenn ist gleich null, dann halt gar nichts. Aber es gibt dafür eine viel einfache Sache und das ist die Funktion Coalesce. Und Coalesce schreibt man so, ganz einfache Funktion. Und da legt man zwei Sachen. Einmal das Feld, wo die Nulls entfernt werden sollen. Und dann als zweites kommt hier, mit was sollen die ersetzt werden? Also jetzt zum Beispiel hier werden die jetzt mit dem leeren String ersetzt und dann werden anstatt Nulls steht dann hier lauter leer. Und natürlich dann muss man auch noch einen Feldname geben. Man kann jetzt denselben Feldname behalten wie vorher oder man kann natürlich eine andere Feldname geben. So, und dann, wenn wir es jetzt laufen lassen, dann sieht man jetzt hier, wo Nulls waren, ist jetzt leer. Und das sind Nullwerte. Und natürlich, ich kann auch irgendwelche beliebige Zeichen machen. Ich kann auch ein Minus zum Beispiel reinlegen. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann habe ich überall da, wo Nulls vorher waren, habe ich jetzt lauter Minusse oder so. So, das ist mal das eine. Man kann auch das viel komplexer machen, dadurch, dass es alles Zahlen sind, aber das sind alle als Text, die stehen da als Text. Man kann das auch so machen, dass man sagt, okay, lass mich mal nur kurz gucken, wie die Zahlen sind. Das sind alles Kommazahlen. Relativ kleine Zahlen, dann denke ich, dann machen wir es lieber hier mit Proteins, da sieht man es am besten. Ich kann jetzt hier auch sagen, Coalesce und dann Protein und so leer. Und dann kann man hier den Feldname eingeben, nämlich Eiweiß. So, und dann, wenn man das laufen lässt, dann hat man hier jetzt bei Eiweiß hat man die leeren. Jetzt, man kann da auch das mit 0 ersetzen und zwar dann, also entweder so 0 in Texte, dann hat man jetzt Nuller anstatt, aber das sind alles Textnuller, oder man tut das ganze Feld als Zahl umwandeln und als Dezimal in dem Fall. Und dann kann man hier auch sagen, okay, und da wo leer ist, kommt eine 0,0 zum Beispiel. Und wenn man das jetzt laufen lässt, dann hat man hier die Sache. Und noch dazu kann man hier auch noch, wenn man sieht hier, das Feld, das sind viele Sachen, die da, also von der Anzahl nicht stimmt, dann kann man dann hier auch mit Round und dann kann man es auf, sagen wir mal, 2 setzen. Und so sieht man, wie man jetzt so ein Feld bereinigt von den ganzen Nullwerte. Und da, wo überall Null sind, da waren früher Null. Und so kann man das Feld komplett bereinigen. Die Null kann ich einfach nicht so schreiben. Die Null ist immer, die geht nur, weil ich das Feld als Zahl umformatiert habe mit Cast. Hätte ich das als Text gelassen, das könnte man hier probieren, würde das gar nicht gehen. Wenn ich hier jetzt eine 0 reinschreibe, Iron ist immer noch Text, ich habe es gar nicht umgewandelt und dann kriege ich hier einen Fehler. Ja? Also das heißt, deswegen, wenn ich jetzt 0, richtige 0, also als Zahl haben will, dann müsste ich das Feld Iron als Zahl umformatieren mit Cast, ansonsten muss ich das dann so schreiben und dann habe ich denselben Effekt. Und so arbeitet man mit Nullwerte in SQL. Wichtig zu wissen ist, dass Nullwerte sind einfach Felder,
die keinen Wert haben. Und die Frage ist, wie gehe ich mit diesen Feldern um? Einmal mit dem Filter, und da ist dann immer der Feldname. Also ich schreibe es mal hier zum Beispiel all, und dann ist bzw. ist not und dann null. Und mit Coalesce kann man auch die Nulls mit beliebigen String oder beliebige Zahl ersetzen. Allerdings, wenn man mit einer Zahl ersetzt, muss man sicherstellen, dass auch das Feld als Zahl dargestellt wird.